In den USA heute Feiertag, dementsprechend geht es ruhiger zu an den Märkten, aber es gibt doch ein paar Punkte, die berichtenswert sind, zum Beispiel über unsere glorreiche EZB, die sich uneinig ist, wie weiter mit den Zinsen verfahren, die aber vor allem, indem sie Banken abstraft, die Kredite an Unternehmen geben, die fossile Energieträger fördern, abstraft, also die werden dann schlechter eingestuft, müssen sich teurer am Markt refinanzieren, diese Banken, also fördert man letztendlich diese Energiewende. Diese Energiewende ist teuer, sie schafft Inflation. Diese Inflation muss die EZB dann letztendlich wieder durch höhere Zinsen bekämpfen. Höhere Zinsen wiederum bedeuten dann weniger Investitionen in erneuerbare Energien, weil diese erneuerbaren Energien eben letztendlich gefördert werden müssen. Und das große Problem ist ja, dass diese fossilen Energieträger sehr, sehr günstig sind relativ. Warum? Weil ihre Energiedichte so hoch ist, viel höher als bei Wind und Solar. Die allerhöchste Energiedichte hat Uran. Das ist sozusagen die Krux an dieser ganzen Geschichte. Man will also Energieträger fördern, die letztendlich eine geringere Energiedichte haben. Dazu muss ich mehr aufwenden, vor allem an Fläche. Windparks, Solarparks, die da entstehen, die viel Fläche kosten. Aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Schauen wir uns mal die Uneinigkeit der EZB an. Heute die deutsche Schnabel, die gesagt hat, wir müssen die Zinsen im Zweifel stärker anheben als zu wenig anheben. Dagegen Laney, der sagt, ach was, wir müssen jetzt erstmal im Juli entscheiden, was wir im Juli machen. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal die Zinsen anheben, aber im September kann das schon wieder ganz anders sein. Also das zeigt so diese Uneinigkeit innerhalb der Europäischen Notenbank. Und das ist genau dieses Thema. Wir müssten fast 200 Billionen Dollar investieren, um wirklich diese Klimaneutralität zu erreichen, die ja angedacht ist. Die EZB ist damit letztendlich auf Kollisionskurs mit sich selbst, weil sie letztendlich eben dann auch einer der Förderer der Inflation ist. Und diese Inflation ist eben strukturell. Das ist das große Problem, der große Unterschied zu früher. Damals hatten wir Globalisierung, die Firmen haben Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlagert. Jetzt haben wir die Situation, dass diese Deglobalisierung am Start ist. Das heißt, wir haben in Corona gesehen, dass die Lieferketten nicht funktionieren, wir aber angewiesen sind auf bestimmte Dinge. Dementsprechend wollen wir die besser hier wieder produzieren, damit wir nicht abhängig sind von anderen. Das ist die Deglobalisierung. Dann die Dekarbonisierung, also praktisch die CO2-Bepreisung. CO2 wird latent teurer. Dementsprechend verteuert man fossile Energieträger, die an sich ja günstig wären. Das wiederum wird letztendlich in Vorprodukten und Produkten spürbar sein. Und dann haben wir natürlich die Demografie. Es fehlen uns Arbeitskräfte und da ist eben auch der Zustrom von Menschen aus anderen Ländern, vor allem aus Afrika, nicht wirklich die Lösung, denn wir brauchen bestimmte Menschen, wenn wir diesen Arbeitskräftemangel letztendlich beseitigen wollen. Das wird aber sehr, sehr schwer. Dazu bräuchten wir vielleicht so eine Art Punktesystem wie in Kanada. Das aber will keiner. Wir sind so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber diese 3Ds, das sind die großen Inflationstreiber. Warum die Inflation tendenziell und strukturell eben dauerhaft sein wird, und die wird natürlich auch gefördert durch den teuren Strom. Hier ein Artikel im Handelsblatt von Daniel Stelter, der sagt, die Bundesregierung verkennt die Bedeutung günstiger und reichlicher Energie. Genau das ist der Punkt. Wer hat die höchsten Strompreise weltweit? Wir sind wieder Weltmeister, wenn auch nicht im Fußball, dann doch beim Strompreis. Stand Juni 23, also aktuell, Deutschland 31 Cent, Dänemark knapp über 29 Cent, dann Belgien und dann die Cayman-Inseln. Vielleicht sollten wir mit denen mal in einen aktiven Wettbewerb betreten, aber das zeigt schon ein bisschen, wie die Dinge gelagert sind. Diese Strompreisverteuerung ist künstlich, indem wir letztendlich ja Stromquellen wie Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Und das Resultat von vielen Milliarden, die wir in diese Energiewende gepumpt haben, ist, dass wir der zweitschmutzigste Stromproduzent sind in Europa nach den Polen. Da kommt dann Tschechien hinter uns und dann die Engländer. Aber schauen Sie mal Schweden an, was da der Fall ist. Schauen Sie mal Frankreich an. Und woran liegt das? Schauen Sie auch mal Finnland an. Das liegt eben daran, dass die weniger CO2 produzieren, respektive weniger CO2-intensiv ihren Strom produzieren. Wir sind da also ganz, ganz weit vorne und erklären den Franzosen, wie Klimaschutz geht. Aber
die sind deutlich klimafreundlicher als wir, trotzdem sie eben oder weil sie eben auf Atomkraft setzen. Man kann Atomkraft kritisieren, Endlagerproblem, gar keine Frage, aber unter CO2-Gesichtspunkten ist das relativ eindeutig. Auch unser Sven Giegold, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, müsste das eigentlich mal einsehen. Also was tun wir, wenn der Strompreis so hoch ist? Wir subventionieren dann wieder hintenrum, das passiert in der gesamten EU. So wird zum Beispiel bei Intel, die ja in Magdeburg jetzt eine Firma bauen wollen, ein Arbeitsplatz mit 1 Million Euro subventioniert. Habeck will jetzt nochmal 3 weitere Milliarden Euro für diese Chipfabrik in Magdeburg zur Verfügung stellen. Und dieser Versuch, die Schlüsseltechnologien wieder zurück nach Europa zu holen, der ist sehr sinnvoll mit Sicherheit. Das haben wir in Corona gesehen. Aber er kostet eben sehr, sehr viel. Manche Ökonomen sagen, das ist zu teuer. Er kauft, was wir hier versuchen, und dennoch wollen viele Unternehmen aus Europa weggehen. Hier gibt es heute eine Befragung von über 230 global agierenden Unternehmen. Und 30% dieser Unternehmen haben angegeben, ihre Produktionskapazitäten in West- und Südeuropa abbauen zu wollen, nur in Osteuropa eher nicht. Also das zeigt, wo der Trend hingeht. Und dann sehen wir zum Beispiel solche Unternehmen wie Meyer Burger, der letzte verbliebene Solarzellenhersteller, der noch in Europa produziert, aber auch der überlegt jetzt nach USA zu gehen, denn dort gibt es eben auch sehr, sehr schicke Subventionen. Und wenn wir über Batterien sprechen, die ja so zentral sind für diese Energiewende, dann brauchen diese Batterien eben Lithium. Und das wird vorwiegend in China hergestellt, mit Abstand der größte Lithiumproduzent der Welt. Das heißt, wir sind extrem abhängig bei dieser Energiewende von China. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Chinesen würden Taiwan angreifen, dann müssten wir uns dazu verhalten. Könnte dazu führen, dass dann kein Lithium mehr kommt, wir also praktisch kaum mehr Batterien, zum Beispiel, also zumindest Lithium-Ionen-Batterien mehr herstellen können. Und hier heute der Chef der Energiefirma Evonik, ich glaube, die sind auch Sponsor von Borussia Dortmund, der sagt, der Bundesregierung fehlt ein realistischer Blick für die Gefahren, denen der Wirtschaftsstandort ausgesetzt ist. Lahme Bürokratie, marode Infrastruktur und vor allem die hohen Kosten führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ins Ausland gehen. Und wenn wir jetzt mal auf die Seite der Konsumenten gehen, dann gab es heute Berichte, eine Untersuchung, dass die gefühlte Inflation bei 18% liegt. Und diese gefühlte Inflation hat auch eine Wirkmächtigkeit. Die offizielle ist ja bei 6,1%, aber das ist eben ein Währungskorb, der, naja, zumindest diskutiert werden kann, kann man sagen. Aber diese gefühlte Inflation, die wird sich niederschlagen in Kaufverhalten. Wir sehen andererseits dann wieder Aussagen von Laney, der uns schon begegnet ist, der irische Chefvolkswirt der EZB. Die Inflation wird in den nächsten Jahren ziemlich schnell, das ist auch super, auf 2% zurückkehren. Okay, aber die, selbst wenn die Inflation dann irgendwann auf 0% zurückkehrt, aber die Preise schon so himmelhoch sind, dann ist das immer noch ein Problem. Und das spürt man jetzt eben am Immobilienmarkt. Die gestiegenen Zinsen, die sorgen dafür, dass sich da was zusammenbraut. Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit einem befreundeten Banker, der im Immobilienbereich tätig ist, sowohl gewerblich, also institutionell, als eben auch bei Projektentwicklern, die zum Beispiel Wohnimmobilien erstellen. Der sagt, ich habe jetzt einige Anrufe bekommen von Leuten, die ich kenne, Immobilienentwickler, die sagen, ich bin komplett am Ende, ich brauche Geld. Und dann hat er ihnen sagen müssen, wir sind befreundet sogar, oder ich kenne dich schon lange, aber ich habe keine Grundlage, dir Geld zu geben. Das Risiko wäre für die Bank zu hoch, das kann ich nicht machen. Es zeigt also, dass da jetzt die Pleitewelle offenkundig einsetzt, die schon in Schweden auch sichtbar ist, dort ja die Immobilienpreise sehr, sehr stark gefallen. Viele haben damals Immobilien gekauft, als die Zinsen bei Null waren, mussten nicht mal den Kredit tilgen, sondern nur die Zinsen bezahlen. Jetzt haben wir mit SBB ja schon einen ganz großen Player, der größte Immobilienvermieter in Schweden, der in Schieflage ist, auf Junk geratet ist. Jetzt ist ein zweites Unternehmen, größeres Unternehmen aus dem Bereich Immobilien in Schweden auf Junk abgestuft worden. Und auf der anderen Seite sehen wir, das spricht kaum jemand drüber, die Renditen für
Staatsanleihen in UK, also in Großbritannien, ein neues Hoch erreicht haben jetzt mit 5,8%. Wir erinnern uns ja noch, als die Pensionskassen in UK fast aus der Kurve geflogen wären. Und in UK liegt es eben daran, neben dem Brexit, dass die Zinsen weiter steigen, weil der Arbeitskräftemangel da auch sichtbar ist, weil die Löhne stark gestiegen sind. Und so entsteht eine ziemlich toxische Mischung, die die Amerikaner jetzt durch die Anhebung der Schuldenobergrenze versucht haben, letztendlich zu bewältigen. Und allein seit diese Schuldenobergrenze angehoben wurde, haben die Amerikaner 572 Milliarden Dollar an neuen Schulden aufgenommen. Jetzt stehen wir bei 32 Billionen Dollar Schulden. Wenn wir mal die Gesamtschulden der Amerikaner nehmen, also Haushalte plus Firmen plus Staatshaushalt, dann sind wir jetzt schon über 100 Billionen, allein seit Jahresbeginn 6,5 Billionen Dollar. Das entspricht, diese 6,5 Billionen entspricht 25% des BIPs, das die Gesamtverschuldung 400% des BIPs. Und dafür muss man dann mal eben 1,3 Milliarden Dollar an Zinsen pro Tag zahlen. Das muss man sich vorstellen. Also diese Verschuldungsorgie ist das Problem. Und jetzt haben wir gleichzeitig gestiegene Zinsen. Die Zinsen kannst du aber nicht senken, weil du sonst sofort wieder die Inflation nach oben schießen lässt. Und wir sehen, dass die Nachfrage in den USA am Immobilienmarkt wieder nachsteigt. Wir sehen den NHB Housing Index. Der ist jetzt wieder auf 55 gestiegen. Das ist das höchste Niveau seit Juli letzten Jahres. Da herrscht also wieder Optimismus, genauso wie an den Aktienmärkten. Wir hatten jetzt massive Zuflüsse wieder in die Aktienmärkte. Equities knapp 4 Milliarden Dollar. Also, es kann nur gut gehen, es wird gut gehen, also rein damit, beste aller Welten, gar keine Frage. Dennoch geht es heute ein bisschen runter beim DAX. Gewinnwarnung von Sartorius, diesem DAX-Unternehmen, ob das die Dinge erklärt. Manche Agenturen schreiben, ja, die Frage stellt sich, ob diese Rallye nicht ein bisschen zu weit gelaufen ist. Aber was auch belastet ist, dass China keine Angaben gemacht hat zum Stimulus. Das war ein Grund, auch ein Mitgrund für die Rallye der letzten Woche. Stimulus-Hoffnung aus China. Aber die Herrschaften, die das entscheiden, die sind mit Li Qiang, dem neuen Premierminister, jetzt in Deutschland, können also sozusagen keine wundersamen Stimulus-Maßnahmen verkünden. Man wird dann weiterreisen nach Frankreich, wohl erst am Freitag nach China. Das heißt, vor Freitag wird es keine Stimulus-Verkündungen geben, wahrscheinlich seitens der Pekinger Regierung. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Deutscher Immobilienmarkt, es braut sich was zusammen. Sehr, sehr gutes Interview, unter anderem mit Thomas Mayer, der die Dinge auf den Punkt bringt und sagt, die deutschen Immobilien sind jetzt gefährlicher für die Eurozone als Italien. Das ist mal eine Aussage. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, das, was ich hier schon angesprochen hatte. Die Inflation steigt mit der Förderung der Erneuerbaren, sodass die EZB auf Kollisionskurs mit sich selbst inzwischen ist. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, was ist eigentlich mit der Bankenkrise in den USA? Jetzt sehen wir, dass massiv wieder Banken Einlagemittel von Kunden verloren haben. 79 Milliarden Dollar in einer Woche, das ist mal ein Wort. Dieses Geld fließt offenkundig wieder in Geldmarktfonds, sodass wir dann vielleicht irgendwann wieder ein Thema haben mit dieser Bankenkrise, die ja schon so ein bisschen vergessen schien. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, jetzt empfehle ich eine nicht zu. Schwülen Feierabend und sag Servus und Ciao.